Frauen im dritten Monat sollten ihre Gefühle nochmals überprüfen. Hormonelle Veränderungen lassen Probleme größer erscheinen, als sie es sind. Okay, lies weiter. Oh, ah, nein, das war mein Ei. Isoliert gesehen geraten Ängste zunehmend außer Proportion. Gespräche mit dem Partner sind ein Weg, Ängste auf beiden Seiten abzubauen oder zu verhindern, dass sie überwältigend groß werden. Hast du das verstanden? Kurz gesagt, du sollst nicht alles in dich reinfressen. Ja. Und was ist mit dir? Was? Ja, was hältst du zurück, was du eigentlich rauslassen willst? Was? Du sollst mich nicht anpupsen! Was? Puh. Du bist widerlich! Den habe ich schon den ganzen Tag zurückgehalten. Der hat mich schon den ganzen Tag geplagt. Komm schon, ich mein's ernst. Mach den Fernseher aus. Ich will wissen, was du fühlst. Ich fühle das, was ich fühle in mir, ist, dass du im Allgemeinen... Du bist wirklich ein unglaublicher Loser, weißt du das? Dann liebst du einen Loser. Nur ein Loser kann einen Loser lieben. Bist du 9 Jahre alt? 10. Okay, jetzt ich. Ich finde, wir sollten ein Haus kaufen. Du verdienst mehr und meine Eltern können uns bei der Anzahlung helfen. Ich halte es für keine gute Idee. Wieso nicht? Ihre Eltern haben es auch für sie getan und eine monatliche Rate ist sicherlich auch nicht viel teurer, als was wir für die Miete ausgeben. Es geht wirklich nicht ums Geld. Worum denn dann? Ich würde es nicht wagen, das H-Wort zu erwähnen, weil du jedes Mal, wenn wir darüber sprechen, ausrastest. Ich habe dir gesagt, wir heiraten, wenn du mir 3 Paare nennen kannst aus unserer Umgebung, die länger als 5 Jahre durchgehalten haben. Tja, ich habe da immer noch meine Eltern und das süße Pärchen vom Teich. Enten zählen nicht. Das sind Paare fürs Leben. Komm schon. Was ist denn, Kleiner? Wovor hast du Angst? Ich weiß auch nicht. Es klingt für mich alles so endgültig. Endgültig? Wir sind bald eine Familie. Ich weiß, ich habe das nicht so gemeint. Wenn du dazu nicht bereit bist, dann sag's mir bitte jetzt, denn was soll das Ich Ganze freue sonst? mich. Ja, niemand hat dich dazu gezwungen. Du hattest von Anfang an die Würdest Chance, du dich mich. bitte beruhigen? Deine Hormone spielen verrückt, okay? Meine Güte, jetzt scheiß bitte nicht auf meine Hormone. Es ist offensichtlich, was du meinst. Ich sag doch nur, was in der Zeitung stand und wir sind mittendrin. In was denn? Wir reden über unsere Gefühle, okay? Ich hab dich nicht. Ich bin so weit weg. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, du hast recht. Oh. Ich habe recht. Habe ich recht? Wir wollen ein gemeinsames Zuhause haben. Ja. Denn wenn nicht, ist das okay. Hey, sieh mich an. Ich will es. Gut. Denn wenn nicht, müsste ich dich im Schlaf umbringen. Und das würde alles ruinieren. Das wäre schade. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Leid. Bitte nehmen Sie Platz.
Ich möchte, dass Sie genau verstehen, worum es sich handelt. Ich weiß, die Ärztin hat es mir schon erzählt. Die Frauenbeauftragte, Frau Professor Wagner, hat einen offiziellen Antrag an den Prüfungsausschuss der Universität gerichtet. Ich bin der Vorsitzende dieses Ausschusses. Laut Aussage von Professor Schell haben Sie das, was die von Ihnen gespielte Figur in dem Stück alles erdulden musste, haben Sie alles persönlich am eigenen Leibe von Seiten eines Hochschullehrers dieser Universität ebenfalls erdulden müssen. Das ist sexuelle Nötigung. Vergewaltigung. Das ist doch alles Quatsch. Sie haben eine ziemlich ernste Anschuldigung erhoben. Habe ich nicht. Sie haben einen Hochschullehrer dieser Universität beschuldigt. Nein, habe ich nicht. Ja, können Sie erklären, warum Sie angeblich, ich meine... An dem Abend war ich richtig gut drauf. Alle Leute haben geklatscht. Und da habe ich gesagt, das kommt einfach so aus mir raus. Ja, ich war richtig high von der Rolle. Verstehen Sie? Frau Schell meint, dass Sie damit Ihr Trauma... Ach, die Schell hat doch keine Ahnung, was in mir vorgeht. Die hat davon gar nichts eine Ahnung. Frau Zacher... Was Sie erlebt haben, war sicher furchtbar. Aber wenn Sie uns erzählen, wer Ihnen das angetan hat, dann helfen Sie möglicherweise anderen Studentinnen, die ebenfalls Opfer wurden. Mir hat niemand etwas angetan. Wie oft soll ich Ihnen das denn noch sagen? Ihr seid doch alle verrückt, nicht ich. Aber es ist doch eine Tatsache, dass Sie einen Nervenzusammenbruch hatten. Und der ist doch aufgrund der Traumatisierung durch die Erinnerung. Ja, kapieren Sie denn eigentlich gar nichts? Ich kann ihm nichts erzählen, was da nicht zu erzählen gibt. Es ist nichts passiert. Ich kriege keine Luft, ich will hier endlich raus.